Hakuna, Muchachos, das Warten hat endlich ein Ende. Wir zocken Madison VR. Wir schreiben heute Gruselgeschichte. Also jetzt schon mal den Daumen nach oben prügeln und viel Spaß mit dem Projekt. Digga, was habe ich denn für Laucharme? Gar nicht detailgetreu. Ja, der kommt schon ungefähr hin. Ja, Muchachos, und damit herzlich willkommen in-game. Da sind wir mit Madison VR. Ich habe versucht, mich lange zu drücken. Kann ich mich schon bewegen? Ja, kann ich, okay. Okay, was haben wir da? By the way, Muchachos, es gab nur so eine Untersuchung, so eine Befragung, und da kam raus, dass Madison das krasseste VR-Horror-Game ist. Was hast du gefunden? Irgendwas, ich schmeiß mal hinten rein. Also, laut Science of Scare, Muchachos, ist Madison das krasseste Game überhaupt, das gruseligste Game überhaupt. Und das wird schon was heißen. Wir wagen uns jetzt hier rein und das, oh, das war nah dran. Und das sogar im VR-Modus. Okay, gebt gerne mal Bescheid, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die Kamera zu bewegen. Zum einen so. Und zum einen kann ich mich einfach umschauen. Gebt da mal gerne Bescheid, was für euch am besten ist. Ein bisschen müssen wir es auf jeden Fall machen. Digga, da will ich aber nicht durchschauen. Ich kann mein Inventar anschauen. Ja. Dann kann ich das nehmen. Digga, wie geil ist das denn? Digga, was ist das? Oh, guck mal, ich kann richtig mit dem Licht interagieren, ey. Ist das ein Arm? Das sieht aus wie ein Foto von einem Arm. Oh, kann ich das einmal so drehen? Was ist das? Ist ein auch, Fuß, ein Arm? Ist auch ein Arm, glaube ich. Luca? Luca, 5, 6, 7. Digga, wie schnell siehst du da irgendwelche Zahlenkombinationen, ey? Ja, steht auch da. Okay. Ja gut, hier komme ich nicht weiter. Wow. Ich muss sagen, es ist sehr immersiv, Deko. Wow, Digga, was ist das? Was war's? Da ist irgendwas draufgekraxelt. Oh. Muss das so dunkel sein? Ich sehe nichts, Digga. Ich sehe absolut gar nichts. Da drüben ist schon krass dunkel. Oh, ich gehe erstmal zur Tür. Obwohl, da ist Action, ne? Da sollte ich eigentlich nicht hingehen. Hey, ist abgeschlossen. So ein Türknauf, ne? Ist abgeschlossen. Ist Schloss, okay. Ja. Ich habe Madison tatsächlich ja schon mal durchgezockt. Ist allerdings schon richtig lange her. Guckt es euch an, falls ihr nicht gesehen habt. Ich habe mehrmals geweint. Männlich geweint natürlich nur. Ich erinnere mich aber nicht mehr an viel. Ich weiß nur, du brauchst hier irgendwie einen Hammer jetzt, um durch diese komischen Bretter durchzukommen. Ja. Nichts. Das sieht so geil aus, wenn du dich einfach. Oh! Büchst du noch, wo ist das? Das war mein Schreibtisch. Wie soll ich denn da hin? Digga, mach halt einen Schritt nach vorne, Junge. Ich hätte es mit dem. Mach mal so. Ja. Okay, Brief. Hallo, Sir. To Johann Maxwell and Family. Kann ich den öffnen? John, nicht Johann. Johann? John. Du hast John. Johann gesagt. Johann. Das ist Jolene. Jolene. Oder umschaltlich. Nur. LOL, wir sind drehen. Guck mal, mit einem Film. Hä? Wo ist der, wo kommt der Hammer her? Okay, hast du es gerade gesehen? Ja. Digga. Hä? Guck mal. Bam, LOL. Bam, bam. Ich kann mich sogar bücken. Was ist da? Hä? Tentakeln? Ach nee, oh. Ah, das ist dieser Knauf. Ne? Aha, der Knauf. Ich glaube, der ist ganz gut. Den jetzt einfach dahin. Oh. Digga, Profi! Oh, Zauberei. Ist da noch was drin? Okay, den nehme ich. Ein altes Kissen oder sowas. Okay, damit kann ich nichts machen. Aber dass man. Guck mal, dass man hier so interagieren kann, Digga! Digga, das ist das richtig. Das ist so krank, ey! Bam! Ich finde das krass, dass du einfach aus deinem Inventory da was rausnehmen kannst. Bist du gerade vor mir? Muss ich aufpassen? Ich bin genau vor dir. Achso! Okay, dann mache ich. Ja? Warte, dann mache ich mal so hier, Güte? So. Zugütig, zugütig. Jetzt? Ja, jetzt kannst du machen. You are not my son! You are not my son! Okay, ist das mein Vater oder? Hä? Also. What an idiot I was! Ich will nur das wieder zumachen. Nicht, dass der gleich hier kommt. Why is this happening to me? Was nehme ich denn hier? Ich habe hier eine Schnur in der Hand. Das ist mein Katzenbaum, Junge. I want my son back. Okay, meinst du, ich kann da schon durch? Oh mein Gott!
Alter Schwede, du bist so ein Sack. Digga, du bist einfach genau neben meinem Kopf, Alter. Genau neben meinem Gesicht. Mann, Jim, das ist nicht egal. Maybe I can get out through Grandpa's house. Was? Hä? Hä? Ich seh nicht. Oh. Achso, muss ich mich vielleicht ducken? Das war das. Das war das Brett? Sprich irgendwelche Brett vorm Kopf. Warum bewege ich mich nur so langsam? I gotta get out of here. Muchachos, jetzt schon mal einen Daumen nach oben schmettern. Das ist einfach genial, wie du hier rumkriegst, ey. Hallo. Oh, in meine Richtung. Oh, Licht. Aber Licht ist eigentlich nicht so gut. Okay, die Tür mache ich auf jeden Fall erstmal wieder zu. Ja. Boop. I need to find a way out. Okay, kann ich hier durch? Before Dad notices I'm here. Geht nicht? Kaputt, okay. Zugeschlossen. War das Ding schon vorher da? Nee, ne? Hä? Ist das die Tür oder steht da irgendwas? Okay, was kann ich hier machen? Wasn't there a door here? Okay, da ist keine Tür. Okay. Sind hier irgendwas? Okay. Da war nichts. Oh, jetzt bewege ich mich gerade schneller. Das ist sass. Das ist richtig sass hier. Vielleicht musst du doch gleich laufen. Mach dich schon mal bereit, Marvin. Oh, muss ich so nah dran gehen, ey? Okay. Ist die Tür gerade aufgegangen? Ja, die war gerade noch nicht auf, ne? Nee, die war gerade noch zu. Ich weiß nicht, ob ich die Tür hier zumachen sollte, aber ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn hinter mir die. Oh! Wenn hinter mir die Türen zu sind. Das war mein Kallax. Kann ich das nehmen? Luca steht da. Bist du Luca? Bin ich 16? Ja, ich bin Luca. How did it get here? Bin ich erst 16? Oh, eine Kamera. Oh, ja, meine Kamera! Richtig oldschool. Kann ich damit Fotos machen? Glock? Mach mal ein Selfie. Ich mach gerade noch zu viel Spaß, ey. Das ist einfach meine Angst, die ich habe. Kann ich davon ein Foto machen? Je mehr Spaß du jetzt hast, desto lockerer wirst du. Und wenn der nächste Schocker kommt, kackst du dich richtig ein. Achso, ich muss erstmal über die Schulter legen. Hä? Über die Schulter. Lol. Das ist schon... Ist das geil. Kann ich die auch nehmen? Guck mal, dass sich Eisgeld auch... Das Licht verändert dadurch, ne? Guck dir meinen Arm an! Okay. Also... Warte mal, so. Du bedienst die Kamera wie so ein... Kennst du Ritter Jamal? Ja. So irgendwas, was Ritter Jamal mit ins Mittelalter gebracht hat und keiner weiß, wie man es nutzen soll. Achso, ich muss... Ah! Meine dominante Schulter, dann kann ich die rausnehmen. Ah! Aha! Guck mal, doch gar nicht so schwierig. Was war das? Ich habe gerade ein Bild gemacht von mir. Also glaube ich. Bist du ein Vampir? Oh, falsche Seite, oder? Das ist einfach blutig. Nein, das ist einfach Blut, Alter. Hä? Ist das die falsche Seite? Das war's? Nee, es kommt noch, oder? Kommt da noch was? Nee. Hä? Ist einfach nur Blut. Geht das so vielleicht? Kommt da was Richtiges bei raus? Hä? Das ist jetzt richtig? Aber ist das, wenn du ein Selfie von dir machst, dass es blutig ist einfach? Oh, falsch. Alter, mein Arm! Ja, das wackelt sogar. Ja, es wackelt. Geht nicht, ne? Nee. Okay, das ist jetzt aber schon ein bisschen weird. Ich kann kein Selfie machen, okay. Alter! Okay, ich kann irgendwas damit machen. Keine Ahnung was. Alter! Was ist das? Nein. Okay, kann ich mitnehmen, warum auch nicht? Ah! Digga, da gucke ich bestimmt nicht. Kann ich das mit interagieren? Lol. Ne, auf gar keinen Fall. Mach ich nicht. Ganz guck da durch! Ich guck doch nicht da durch! Oh, wer weiß, was passiert? Einfach auf gut Glück den Kopf da durchstecken. Da kommt schon kein Geist in Ordnung ab. Nee, auf gar keinen Fall, Alter!
Das mach ich nicht. Aber ich glaube, da wird gerade was zur Hintergrundstory erklärt. Ja, viel Spaß damit. Die Hintergrundstory ist mir egal. Oh, okay. Oh, Alter, ich hab so Gänsehaut. Elektriker oder so, was ist denn los? Oh Mann. Okay, du machst zu viele Fotos. Okay, was muss ich denn machen? Also, du hast doch gerade ein Bild mitgenommen. Ja. Ist da Blut auf dem Boden unter der Decke? Da geh ich nicht nochmal hin. Digga, guck, ist da Blut? Da geh ich nicht nochmal hin, Mann. Ist da Blut? Guck doch nochmal eben. Du musst doch nicht hingehen. Reicht, wenn du guckst. I should find a nail or something to hang. Ich muss einen Nagel finden. Boah. Guck mal, jetzt ist das Tuch weg. Hast du nicht nachgeschaut? Ja. Sorry. Ja, finde ich schon entschuldigungswürdig. Was, du brauchst einen Nagel jetzt, oder was? Ja. Warum bin ich so langsam, ey? Oh, Nagel. Das ist ja praktisch. Aus einer Uhr, natürlich. Oh, habe ich den jetzt? Ich glaube, du hast den genommen, oder? Ja, ja, ist er. Da ist ein Nagel. Das Inventory ist aber auch geil, Alter. Naja. Dass man sich darin so umgucken kann. Oh. Ah! Oh! Alter. Hey. Ich verjag mich, wenn du mich verjagst, Mann! Hey. Digga, warum? Ich habe richtig Freude daran, mich so leiden zu sehen, ey. Okay, Nagel. Einfach reinstecken. Einfach rein. Beeil dich bitte, beeil dich! Ah. Ja, okay, hat funktioniert, ne? Oh. Jetzt fast meine Deko umgerissen. Aber okay, achso, das Bild noch, ne? Achso, das Bild. Oh, warum ist es dunkel, Digga? Was ist das? Warum dreht sich das Inventar? Ja, ich glaube, schlechter kann man das Inventar auch nicht nutzen als du, Alter. Dreh ich einfach nach rechts, das ist doch viel kürzer der Weg, Junge. Okay, mhm. Hängt. Ja, und jetzt? Dreh ich mal um. Nee. Du sollst nur über deine Schulter gehen. Ja, sorry. Oh, speichert. Speichern ist nicht gut, Marvin. Speichert er? Okay. Oh. Okay, willst du mal so langsam? Oh, die Tür ist da. Ja, wollen wir uns... Dann switchen wir jetzt. Okay, Muchachos, wir switchen jetzt. Okay, Muchachos. Jetzt bin ich dran, Profi am Werk. Oh. Alter, ich habe ja richtig kleine Hände, Alter. Und Arme. Was ist mit meinen Armen passiert? Ja, er flext hier erstmal. Übrigens, Muchachos, was ich noch gar nicht gesagt habe, unten rechts habt ihr hier eine kleine Anzeige. Da wird unsere Herzfrequenz gemessen. Ja. Und ich glaube, ich habe mich schon mehrmals ordentlich eingekackert. Da bin ich mal gespannt, wo ich da gelandet bin. Aber ja, mach erstmal weiter, Deko. Puh, okay, warte, kann ich hier schon durch oder ist das noch... Digga, das ist abgeschlossen. Und genau, Muchachos, Feedback von euch. Sollen wir uns so umgucken? Ist natürlich dann in der Kamera komisch. Oder sollen wir uns so umgucken mit dem Stick? Was findet ihr besser? Gerne reinschreiben. Wir achten dann darauf, dass wir das ungefähr hauptsächlich umsetzen. Digga, ich bin auch gerade echt langsam. Ja, ne? Es ist so. Hing da gerade auch schon ein Strick über dem Stuhl? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, nee, da war doch die Lampe. Da war die Glühbirne. Ja, geh mal rein. Viel Spaß. Okay. Alles gut, Digga. Alles gut. Ja, geh rein jetzt hier. Das ist ja eine richtige Mimose. Okay, ich versuch mal ein Foto zu machen. Und damit muss man viel arbeiten, oder? Mit ja, ein Foto aber gerade löst nicht selten zumindest irgendwie den nächsten Schritt aus. Diesmal nicht.
Also, was haben wir denn als letztes gemacht? Wir haben... war das? Oh. Das hatte ich auch schon. Das ist der Opa oder der... Okay. Der Vater. Wir haben eine Tür geöffnet. Die Tür ist aber verschlossen. Das heißt, wir brauchen einen Schlüssel. Ja, stimmt. Ja, ja, die Tür war zu. Ist das die Tür? Ha! Ha! Ja, okay, ich kann da ein Schlüssel rein? Das ist so geil, Alter, dass man sich hier so umgucken kann. Das ist nicht geil. Das ist richtig geil, ey. Dann kannst du das Ding solo spielen, wenn du es so geil findest. Nein. Wo krieg ich jetzt den Schlüssel her, Junge? Hast du noch irgendwelche Schubladen oder so, die du noch abchecken kannst? Ich hab keine Ahnung. Wie mach ich das Inventory auf? Mit der Inventory-Hand. Ah. Was haben wir denn? Ja, ich habe nur den Hammer, wir haben diese Dose. Ja, da sind ja Fotos drin, bringt nichts. Und wir haben unsere Fotos. Ja, die Fotos haben wir auch? Ja. Die kann man auch speichern? Ja, okay. Die Fotos werden alle gespeichert. Nee, da willst du nicht hin, glaub mir. Glaub mir, da willst du nicht hin. Nee, ist auch zu, aber... Naja, wir lassen... Nee, lass die mal auf. Nee. Ich würde die schon lieber gerne schließen. Okay, und hier ist aber auch... Okay, das wird irgendwie ein Rätsel werden wieder hier. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass du mich gleich prügelst, wenn du den Hammer in die Hand nimmst. Okay, ich gehe mal... Hä, aber war da hinten noch irgendwas? Du brauchst auf jeden Fall einen Schlüssel. Schubladen, Ecken abchecken. Okay, hey, aber jetzt bin ich dran und wir kommen nicht weiter, ja, oder was? Ja, Digga, Alter, soll ich weitermachen? Wie komme ich hier durch, Junge? Irgendein Schlüssel, ne? Hast du alle Schubladen schon geöffnet? Geh nochmal in den einen Raum. Stimmt, ja, oder Fotos machen einfach, gemacht, ne? Geh mal in den einen Raum und guck nochmal bei diesem Musikinstrumentgerät. Musikinstrument? War das abgeschlossen oder was war damit? Das war abgeschlossen, ja. Beide? Kannst du das eiskalt berühren? Ja. Geil. Oh! Aha! Oh! Wusste ich. Easy, Alter. Okay, also wichtig, jede einzelne Schublade abchecken. Okay. Ja, jetzt krieche ich hier gerade wie so ein Baby, Alter. Aber es kommt mir vor, als wärst du schneller beim Kriechen. Okay, Inventory war hier. Schlüssel, ist das der richtige, bitte? Und? Ja. Ja, eiskalt? Okay. Musst du den drehen, wirklich? Ich muss den sogar. Der lässt sich drehen, ja. Ach, geil. Scheiße, ich find's nicht geil. Endlich geht's mal weiter hier, ey. Ja, mach doch auf hier. Ah, okay. Das ist der Raum. Da haben wir durchgeguckt, ne? Da haben wir durchgeschaut. What the hell has Dad been doing here? Ja, das würde ich mich auch fragen. Das ist ganz schön. Oh, was haben wir hier? Was ist das? Streichhölzer? Streichhölzer. Kannst du mit denen interagieren? Oh! Ein Chashi-Schlüssel! Hä, der war jetzt in dieser Streichholzpackung drin. Der war in der Streichholzpackung drin, ja. Kannst du die Streichhölzer auch benutzen? Ist da irgendwie. Okay. Digga, wie dunkel das ist. Alter, siehst du irgendwas? Ich seh gar nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Aber hier ist eine Tür. Abgeschlossen. Meinst du, das ist der Schlüssel gewesen schon wieder? Ach stimmt, du hast ja einen Schlüssel. Nee. Scheiße. Wäre auch zu einfach gewesen. Das wäre wirklich zu einfach gewesen, ja. Aber da ist doch noch eine Tür, geht doch mal hin. Da ist noch eine Tür, ja. Ja, das sieht aus, als müsste ich davon ein Foto machen. Wow. Digga, okay, das war wieder irgendein Fortschritt-Foto. Er hat richtig Game-Knowledge. Zwei. Ja, guck mal, da in den Kreisen. In den Kreisen ist was drin, aber da nicht. Oben nicht. Okay, so ein Foto würde ich zum Beispiel jetzt behalten. Aber was ist das? Eine 2 da oben, oder? Das ist... Ich kann es ja erkennen. Ich kann es fast fühlen, das Foto, ja. Okay, was haben wir hier? Hello? Hello there. Ah, das hier war, glaube ich, so ein... Ja, das ist ein Safe Room. Also, tatsächlich ein Safe Room. Das ist... Priest Thomas? Okay, was haben die Priester hier schon wieder gemacht? Was ist das? Keine Ahnung. Richtiges komisches... Kann ich das... mit Blatt Papier. Ich kann es lesen. Ah.
John, ich hoffe, das wird nützlich sein. Sei bitte vorsichtig, denk daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder, so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Okay. Ist John unser Vater und wir sind Luca, ne? Ich glaube. Warum redet unser Vater mit dem Priester? Warum ist das Ding aufgegangen? Hast du es selber gemacht, oder? Eigentlich nicht, ne. Okay. Okay, Band Nummer 1. Ah, 2. Nicht vergessen, immer beide aufmachen. Ja. Aber nix. Kannst du den Tresor irgendwie aufschließen oder so? Nee. Ah, das ist ein Schlüsselloch, oder? Teste mal, ich hab keine Ahnung. Ja! Was? Los. Muss den auch wieder drehen? Wie funktioniert so ein Tresor? Oben drehen und dann unten drehen, oder? Ach so. Okay. Einfach nur den Knopf drücken. Ah, jetzt kann ich Sachen wieder ablegen, die ich vielleicht nicht brauche. Und nehmen, was kannst du denn nehmen? Kann ich irgendwas nehmen? Oh! Oh, eine Tasche. Luca, sind wir. Ein Notebook. Und was willst du ablegen? Ach, du kannst auch einfach drehen, die Items. Den Hammer. Kann ich den Hammer einfach mal ablehnen? Hä, den würde ich doch behalten, Alter. Der gibt einen Sicherheit. Also bestimmt beide nicht. Okay. Den werde ich sofort wiederholen, ey. Hast du mal in das Buch reingeschaut von Luca? Nee, das mache ich jetzt. Okay. Sus. Sister Slack. Am I going insane? Der irgendwie klappert hier Geschirr oder sowas. Okay, Sister Slack. Arm der Mutter, Kopf des Vaters. Eigentlich alles ganz normale Familie. Aber das war's. Da hinten irgendwas drauf? Nee. Ja, wie sollte es weitergehen? Also, du hast ja gar keinen Schlüssel jetzt weitergefunden, oder? Nee. Ja, dann viel Spaß beim Rätseln. Komm, hier ist vielleicht einfach. Alter! Alter Fick! Der alte Fick ist gut, ey. Alter! Oh! Es klingelt. Ja. Soll ich mal gehen? Ja. Okay. Ich mach weiter einfach, ne? Ja, mach mal weiter. Okay. Jetzt habe ich immerhin ein ganz kurzes Zeitfenster, wo Marvin mich nicht erschrecken kann. Okay. Die Küche haben wir hier, ja. Grandpa's house. I haven't been here since he died. Das hier ist also Opas Haus. Das sind Kakerlaken an der Decke. Perfekt. Was ist das? Ah! Oh, Digga, witzig, Alter. Als ob du so leise gehen kannst, ey. Die Katze, Digga. Alter, was war das? Ist doch egal. Hier haben wir so ein Tonbandgerät. Guck mal. Kannst du da das Ding reinstecken? Kassette 1 oder so? Oh, yeah. Kassette 1. Und was hast du gerade rausgefunden, dass das der Opa ist, oder was? Dass hier das Haus vom Opa ist, aber das wussten wir, glaube ich, schon, oder? Hallo, geh doch. Hast du die Kassette schon reingeprügelt? Hast du noch gar nicht. Hä, geht nicht? Mach doch. Was willst du denn? Aua. Ja, kannst du da unten nochmal schauen, was da ist? Tabletten. Und noch mehr, Digga, ganz schön viele Tabletten, muss man sagen. Aber ich finde die Dose komisch, den Deckel komisch. Was war das? Was hat gequietscht? So, jetzt hier, mach mal hier. Vielleicht geht das noch nicht. Keine Ahnung. Hast du dich schon weiter umgeschaut? Nee. Was haben wir hier? Ein Telefon? It has no signal. Kein Signal. Guck mal, da macht er was. Und hier aber nicht. Oh! Alter! This storm must have taken out the power. Boah, zum Glück spiele ich nicht. I think Grandpa Was sagt er? Was musst du machen, Digga? Ich erinnere mich noch. Digga, da habe ich, glaube ich, in dem anderen Let's Play richtig lange dran gehangen. Aber da hinten geht's runter in den Keller und da ist ein Generator. Alter, ey, ich dachte ganz kurz, da steht jemand, Alter. Hey. Da steht doch auch jemand. Nee, oder? Das ist nur irgendeine komische Jesus-Statue. Digga, geh in den Keller und kümmere dich, dass die Sicherung wieder reingedrückt wird, ey.
Da ist gerade was runtergefallen hinter mir. Das ist bestimmt alles ganz normal. Okay, können wir hier... Wo war denn das nochmal? Ah, hier ist was. Sicherung? Einfach nur reindrücken, ja, oder wie? Hä, hast du sie gerade abgezogen? Ich bin Elektriker, vertrau mir. Ist das ein Rätsel? Okay. Woher weiß ich, ob ich was falsch mache? Dann resettet. Ah, nee. Dann resettet der Lachs hoch. Runter, runter, hoch, hoch. Runter, rund. Beeil dich. Keine Ahnung. Hoch! Mach Licht! Alter. Okay. Da ist eine Wand. Alter Junge. Da will ich nicht lang gehen. Was ist das? Was ist das? Ich weiß wieder. Ich glaube, bei der Uhr vorhin war so ein Steckplatz für sowas. Davon müssen wir auf jeden Fall einige sammeln. Das ist irgendwie so ein Rätsel, das das ganze Spiel am Ende begleitet. Also Late Game. Late Game quasi, ja. Da will ich nicht durchgehen. Okay, wir gehen jetzt durch. Was machst du mit mir? Nichts, ich halte dich nur so. Warum ist es so dunkel? Ich sehe nichts. Hä? Was hast du gemacht? Ist es einfach dunkel oder? Oder du bist wieder in so einem Balken drin oder so. Alter. Okay. Okay. Kommst du von da? Okay, wir sind... Nee. Nee, oder? Wir sind durch? Digga, niemals gehe ich da lang. Das kannst du selber machen. Alter, ist das dunkel. Alter. Ja, dann... da ist ja gar nichts. War da gar nichts? Es geht rechts um die Ecke. Aber vor uns ist nur ein Regal. Alter. Was war das? Ich hatte irgendwas geklackert hinter mir. Direkt hinter mir. Ah, die rote Tür. Okay. Da müssen wir aber, glaube ich, später erst hin. Okay. Ich guck mal gerade, ob ich die aufkriege. Nee, schon. Nee, abgeschlossen. Okay, aber rote Tür wissen wir jetzt. Okay. Gut, Muchachos, was verbirgt sich hinter der roten Tür? Das Geheimnis werden wir beim nächsten Mal lüften. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Deko auch schon über 110er Puls. Das gefällt mir natürlich. Also, Daumen nach oben ballern, sollen wir das Projekt weitermachen. Nächstes Mal startet Deko auch direkt. Und dann wächst. Ja, natürlich, Digga. Ich hab keinen Bock im Keller zu spielen, ey. Als ob, Alter. Du kannst schön im Keller weitermachen, ey. Also, okay. Muchachos. Daumen nach oben ist wichtig auf jeden Fall. Beschreibung auschecken. Küsschen geht raus an euch. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Reingehauen, Muchachos. Ciao, ciao.